Appenetics. Hallo und herzlich willkommen heute zum Giveaway-Auslosungs-Special. Ich habe schon alles vorbereitet. Ich möchte mich auch gar nicht so lange aufhalten. Das ist eine Seite, da kann man so random aus YouTube-Videos einen Comment rauspicken. Und das ist dann natürlich auch der Gewinner. Ihr seht hier unten, randomly pick winner, pick the most liked, resend comment. Ich mache natürlich randomly pick winner und boah, Alter, ist das ein Verkehr hier. What the hell? So, wir machen einfach, ich drücke jetzt, Achtung, 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 die Musik läuft schon. Und jetzt. Reality! Du hast gewonnen! Super, das ist sogar ein Deutscher, da brauche ich gar nicht Englisch reden. Also wie gesagt, ich tue jetzt eine E-Mail-Adresse einblenden. Da schickst du mir einfach eine E-Mail rein, dass du derjenige bist. Und dann schicke ich dir die Einlogdaten zurück, sobald als möglich. Ja? Würde mich richtig freuen, wenn du das auch machst und das jetzt nicht untergeht. Ansonsten muss ich da einfach nochmal ein neues Gewinnspiel machen oder das random raushauen. Also wie gesagt, Reality, herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Und ich glaube, meine Freundin hat auch noch einen Account. Vielleicht werde ich das mal wieder machen. Aber wie gesagt, jetzt bist du erstmal der Gewinner. Ja, das war's erstmal. Wie gesagt, freut mich, dass ihr alle mitgemacht habt. Trotzdem, dass ihr nicht gewonnen habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! So, und an dieser Stelle nochmal ein kleines Feedback. Ich habe vor kurzem jetzt einen Kommentar bekommen, wo drin stand, dass die Endcard asynchron läuft. Also, dass der Ton mit den Bewegungen meiner Lippen nicht synchron ist. Und das wurmt mich schon ein bisschen. Also erstmal danke an das Feedback, das ist wirklich hilfreich und das ist mir bis jetzt auch gar nicht so aufgefallen, aber ich bin so ehrgeizig und ich möchte eine gewisse Qualität wahren, dass ich das nicht so lassen kann und ich werde mir jetzt in die nächste Zeit mal überlegen, wie ich das ändern kann oder sprich, ob ich das appseitig noch verbessern kann. Wir werden mal sehen, was draus wird. Erstmal danke dafür und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.